Okay, der Bruder fragt, für wen ist Zakatul Fitr? Ihr wisst, es gibt Zakatul Mal, das sind die 2,5% bei einem bestimmten Vermögen, für eine bestimmte Gruppe, für bestimmte Vermögenswerte. Aber Zakatul Fitr gibt man wann? Wann gibt man Zakatul Fitr? Wer weiß das? Bitte? 2 Tage vor Eid. Ja, 1, 2 Tage ist von der Sunna vor dem Eid. Das heißt, bevor das Eid-Gebet beginnt, musst du das schon abgegeben haben, ansonsten zählt das nur noch als Sadaqa. Was Zakatul Fitr anbelangt, das ist anders als Zakatul Mal. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, du gibst das in was? In Geld oder in Essen? In Essen. Ein Sa bedeutet 1,5 Hände voll. 1,5 Hände voll von den Grundnahrungsmitteln. Seien es Reis oder Datteln oder anderes. 1,5 Hände voll. Und Zakatul Fitr ist nur für 2 Gruppen, nicht für 8 Gruppen wie Zakatul Mal. Das ist nur für die Armen und Bedürftigen, mehr nicht. Okay? Und natürlich, jedes Grundnahrungsmittel ist unterschiedlich teuer. Ihr könnt euch vorstellen, in Dubai kosten Datteln vielleicht anders als in Afrika. Ja? Und insofern muss man das ein bisschen nach dem Land richten, inshallah ta'ala. Aber in der Regel wird in den Moscheen, wisst ihr schon, wie viel ihr einnimmt? Das war ja jetzt indirekt. Sheikh, wie viel nimmt ihr ein durch die ganzen Sachen? Wie viel nimmt ihr? Zakatul Fitr ungefähr? Ungefähr? Ungefähr 7 Euro. 7 Euro. Ja? Kann sein, dass das jetzt 8, 9 Euro sind, weil alles ist angestiegen. Ihr wisst, der Döner selbst, du brauchst jetzt Security, wenn du einen Döner kaufst, weil der ist so wertvoll geworden. Ja, also ungefähr richtet euch auf 7 bis 9 Euro ein, inshallah. Für jede Person im Haushalt, selbst nach der Aussage von Uthman radiallahu anhu arda, für ein Fötus, für ein ungeborenes Kind, was noch im Bauch der Mutter ist, selbst für ihn ist es beliebt, die Zakatul Fitr zu geben. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.